Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, dann jetzt sitze ich mal zur Abwechslung. Du kannst nirgendwo sitzen. Oh, ich glaube, der kann gar nicht sitzen mit seiner Power Armor. In der letzten Folge haben wir uns wieder ablenken lassen, sind in so einen komischen Bunker reingegangen, wo zwei Aggressetrons waren, die uns fertig gemacht haben und eigentlich nur unsere Zeit verschwendet haben, weil da drin war irgendwie nichts. Wir haben diesen Runner endlich erledigen können, dank der mutigen Hilfe der Fallsteller. Diese glücklichen Bastarde. Und ja, wir haben noch ein paar Missionen, die wir hier machen sollen. Und dafür, ich weiß noch nicht mal, was das hier für eine Mission ist. Für die Ladung der Marienkampfrüstung. Aber ich habe die hier irgendwo. Und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber ich hole mir das. Und das ist im Wasser drin, ne? Vielleicht sollte ich da meinen Tauchanzug mal benutzen. So. Wäre vielleicht eine Idee, ne? Ja, das ist definitiv im Wasser. Gut. Dann mach mal die hier. Alles klar. Und schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen. Gott, wenn hier nicht irgendwie eine Meyerlock-Königin oder irgendwie sowas kommt, muss es mir doch gut gehen. So ein Unterwasserkampf mit einer Meyerlock-Königin, das wär's doch. Warte mal, diese eine Fähigkeit, die ich bekommen habe durch den, super, diesen Inseln-Eimer nach. Das ist nur, oh Gott. 10% weniger Schaden durch strahlungsbasierte Angriffe, ja, das zählt aber jetzt nicht hierzu, ne? Warte mal, Strahlungsresistenz. 250. Und das Ding gibt 250. Okay, dann kriege ich keinen Bonus, oder? Also nur durch Angriffe. Bin gut, den Rettungsanzug. Angriff Marienrüstung, rechter Arm. Oh, ich muss erstmal nach oben wieder. Hält's doch nicht aus hier. Pippa unter Wasser. Man macht so ein Licht an. So. Marienrüstung. Marienrüstung. Ja. Da bin ich also das gleiche. Ich glaube, das ist genau das gleiche, was ich jetzt habe. Nur halt nicht mit Sternchen. Also mit Effekt. Das ist schon mal richtig dämliche. Gut, das nächste Ding ist da. Da tun wir uns natürlich auch noch. Müssen wir irgendwo reingehen. 22 oder alles. Das ist noch nicht mal stärker. Nein, nicht der. Warum kann ich hiermit nicht irgendwie? Warum kann ich damit nicht irgendwie unter Wasser gehen? Irgendwie geil. Ich messe an die ANK-Rüstung. Oh, die war geil. Die sah richtig geil aus von Fallout New Vegas. War ich auch irgendwie die Rüstung auf dem Cover. Sah aus wie so eine halbe Power Armor und hat irgendwie so einen geilen, ja. Oh, dann hatte so einen geilen Mantel noch. Das ist auf jeden Fall die geilst aussehende Rüstung in ganz Fallout, meiner Meinung nach. Die müssen sie hier mal reinpacken. Aber ANK kommt wahrscheinlich nicht mal hier vorne. Und das sieht riesig aus. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, oder? Leck mich. Okay. Hatte ich mir nicht mal einen echt üblen Part
Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon, da uns wir haben ein paar Supermutanten kaputt. Da muss der doch gefallen. Ich bin voll amüsiert. Das ist. Mann, wo soll ich denn. Ja. Nein, auch mit dem. Ist ein Selbstmörder. Wo soll ich denn hier hinkommen, ohne irgendwie abgeknallt zu werden? Und da war ein Primus. Wie soll ich denn hier schon durchkommen? Au, oh mein. Alter, ich treffe den nicht. Was zum Teufel? Da war ich noch nie neben durch. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Ja, super. Was muss ich da machen? Ein Startschuss für die Atomrakete. Wofür ist das? Hierfür? Und für den Todmann-Schalter des Windparks. Hey, da war ich doch. Boah. Da muss ich der Startschuss für die Atomrakete. Ich glaube, da will ich noch nicht hin. Was ist denn auch schon geht? Boah. Okay. Was zum Teufel? Ich habe gar keine Chance bei irgendwas hier. Wir gehen woanders hin. Wir gehen, weiß nicht nach Arcadia. Ja, gehen die Sachen ja untersuchen. Muss noch ein paar Level-Ups wieder bekommen. Schon irgendwie sehr lange her. Ich habe irgendwie seit, weiß nicht, bestimmt 10 Parts oder so keine Level-Up mehr gehabt. Weil es jetzt einfach so lange dauert. Und ich bin eigentlich, ich sollte mal kommen, irgendwie aufleveln. Da gibt es eine geile Methode, die ich für mich entdeckt habe. Einfach diesen Dingens hier Bruderschaft-Missionen machen, so Begleitschutz geben. Und ja, egal ob die Person stirbt oder lebt, ich krieg die Erfahrungspunkte. Kann ich ja eigentlich die Mission annehmen, die zum bestimmten Punkt hingleiten, töten, dann zurückkommen. So, ketzerisches Plakatteile nehmen. Überreste aus einer Art Schild oder Banner. Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Tut's das? Interessant. Jetzt zum nächsten heiligen Ort. Da ist ein Radiotower, aber den haben wir schon. Ich habe hier, glaube ich, fast alles. Leuchtner. Radiant Crest, ja. Radiant Dawn! Blazing Sword! Sword of Seals! Oh Gott! Na, wurde ich nicht hier von irgendwas zerstört? Was ist das hier? Sagen, was tut mir so leicht? Die Gegner sind hier Fallensteller. Kommt her. Oh Gott. Wir sind nicht so stark wie beim letzten Mal. Ich weiß noch, einer hat mich irgendwie voll locker erledigt. Was war das? Ja, bis zu 100, da kriegen wir auch Erfahrungspunkte. Ach du Shit. Okay. Wake Tech Station. Ich suche den Campingplatz, kein Ding. Ich setze mal nämlich in Right Away. Was ist das? Was nicht mehr zurück? Der Nukleus, ja. Ich frage mich, ob Wahrnehmung auch irgendwie davon abhängt, wie weit diese Orte zu sehen sind. Also unten auf dem Kompass. Ich glaube, das hat nur was mit der Power-ATS-Präzision zu tun und mein Gott. Hallo? Hi, na? Ich bin der Bote des Atoms, was geht ab?
Hey, Dejan. Möge die Spaltung dir Frieden. Was so? Na gut, danke. Den noch ein bisschen Spaß, ne? Ich schau mal nur ja auf das Wasser her. Mit. Wir übernehmen das schon, ne? Da will ich immer mehr kämpfen aus dem Weg gehen, ne? Aber ich kriege irgendwie nichts down. Ich muss diesen einen Skill mal ein bisschen aufladen, mit dem ich mehr Schaden anrichte. Sollten wir echt mal irgendwie so schadensbasierende Skills holen. Dann wäre es vielleicht nicht so schwer, oh mein Gott, die Sonne, ne? Weil ich gehe schon, weil ich den ganzen Spiel durchlauf schon auf defensive Sachen und ich krieg trotzdem voll aufs Maul. Das kann irgendwie nicht wahr sein. Und dann suche den Campingplatz, ja, wenn ich was sehen kann. Ich würde gerne machen. Habe ich schon fast alles im Fahrer, ja. Ja, guck mal, da ist noch was. Eine Kirche oder weiß ich nicht. Und ich wollte schon sagen, es hat. Verdammt nochmal looten. Ja. Bluh. Und jetzt mit dem Inseleimer noch so. Ich nehme jetzt nicht so viel mehr mit. Giddy, ja, Buttercup oder Bittercup irgendwie so. Oh. Au. Na. Oder hier. Oh, Frisse, das. Warum kriege ich eigentlich immer nur so viel Schaden? Für voll die immer Klamotten tragen und immer so viel Schaden. Weg. Au, wer? Oh, weißer Wolf, du. Mein Gott, der ist überhaupt nicht stunt davon. Der macht das gar nichts aus. Da ist der legendäre. Ich mag mich ja. Okay. Es passiert nichts, es fliegt nur weg. Da muss der legendäre für meinen kostenlosen seltenen Gegenstand haben. Das Ding geflogen. Alter. Ah. Wo ist das Viech? Kann doch nicht wahr sein, das ist schon so oft hier in dem DLC hier passiert. Dass ich irgendwelche Sachen verloren habe. Mann, das ist alles so übersichtlich hier. So unübersichtlich meine ich. Ja, ich will doch sagen. Übersichtlich. Ich will nur sarkastisch meinen. So. Oh, war schon die ganze Zeit da. Weiß er nicht, wie ich töten muss? Ich blätterte durch ein Vorkriegsbuch. Da sah ich es. Das Atom. Ein winziger Punkt aus Materie, umgeben von endloser Tiefe. Die große Leere, die in uns allen wohnt. Das hat meine Gefühle bestätigt. Die Wahrheit, die niemand erfahren sollte. Die Lüge namens Atom. Das ist nicht real. Wir sind keine unendlichen Welten. Nur leerer Raum. Kalt, dass wir das nicht sind. Der Beichtvater wird über meine Nachrichten nicht erfreut sein, aber ich habe keine Angst. Ich werde mein Zeug in die alte Kirche an der westlichen Zufahrtsstraße bringen, die sich mir anschließen wollen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist, sie vor Atoms Lügen zu retten.
Okay, nein, ja, hab ich schon gedacht. Na gut. Also die hat ihre Religion durch eine andere Religion mehr oder weniger ersetzt, so wie ich das mitbekommen habe. Dass wir irgendwie nichts sind. Wir sind einfach nichts. Wir haben nichts im Kopf, ja. Hab ich so mitbekommen. Das macht schon mehr Sinn, ja. Klar, Leute vom Atom, die haben auch nichts im Kopf, kann ich mir vorstellen. Wenn die an Atombomben schluppern. Ich dachte schon, der Typ aus Fallout 3, der die ganze Zeit eine Atombombe angebetet hat, war nervig. Es gibt keine Emotionen, nur Frieden. Okay. Der Typ hat auch schon so hart gefacepalmt, dass er gestorben ist. Okay. Ich bin der Bote des Atoms. Was geht ab? Warte mal. Ist das die ich erledigen muss? Hebt den Großfanatiker, Ketzer. Ist sogar die Mission, oder? Hi. Hey, Dejan. Du hast... Was? Hey, Dejan. Wer ist Dejan? Wer ist das? Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Hey, Dejan. Danze? Aufgepasst. Hey, Dejan. Ja. Was? Er ist jetzt schon wieder los, Mann. Ja, sprich mich an, sprich mich an. Hey, Dejan. Wer ist zum Teufel, wer zum Teufel ist Dejan? Hey, Dejan. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist Teil von etwas so Wichtigem wie der Bruderschaft zu sein. Was? Ich fange sie! Ah! Hey! Wer zum Teufel ist Dejan und warum nenne ich ihn so? Was ist denn jetzt schon? Hey! Ich weiß, wie ich den Part nenne. Wer ist Dejan? Oder wer zur Hölle ist Dejan? Oder wer zum Teufel ist Dejan? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hey, Dejan! Was zum Teufel? Ah! Oh. Weil jetzt schon wieder der Fehler, ey. Okay, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, was das schon wieder soll. Aber ja. Ich habe schon wieder irgendeinen Bug hier am Start. Den ich nachgucken muss, wie ich den beheben muss. Ansonsten muss ich jetzt auf ewig alle Leute hier mit Dejan anreden. Gut, weiß ich nicht. Dann haben wir ja das ganze Zeug hier noch. Ja. Ja. Und dann mal schauen. Teddybär in der Bärenfalle. Ach, ich kann die jetzt aufnehmen. Stimmt, ich kann die jetzt aufstellen. Teddybär in der Bärenfalle. Wer kommt noch so was? Wir haben echt irgendwie zu viel Langeweile gehabt während der Programmierung des Spiels. Was ich so ja von den Sachen bisher gesehen habe.
Kreuz folgt ihm erreicht. Ja. Wir haben einen Speicherstand hier vorgemacht, so einen offiziellen, also ja, schon wieder irgendwie so ein Mist ist dann. Hey, Dejan. Wer ist Dejan? Warum? Wer ist das? Alter. Wieso passiert mir das dann? Und erst hat. Kommt dieser blöde Glitch, dass ich nicht in die in dieses Polizeirevier rein kann und wo ich durch den Boden falle. Dann kommt irgendwie. Dann greift mich das Institut an. Aus irgendeinem Grund, jetzt rede ich andere mit Dejan an. Weil ja. Warum nicht? Okay. Kann ich hier irgendwo warten? Kann ich irgendwie noch was machen, um irgendwie, weiß ich nicht. Hey Dejan. Hey Dejan. Hey Dejan. Hey Dejan. Hey, in Ordnung. Hey Dejan. Bestens. Hey Dejan. Hey, was ist los? Hey Dejan. Ja. Hey, was willst du? Let's go. Aufgepasst. Bereit. Hey Dejan. Aufgepasst. Hier drüben. Hin, ich schieße. Ja. Aufgepasst. Aufgepasst. Brauchst du? Hey Dejan. Du bist ein toller Soldat. Weißt du das? Danke. Hey Dejan. Oh, keine Ahnung, was das schon wieder soll. Aber im nächsten Part werde ich das hoffentlich irgendwie bebt haben oder nochmal hier neu diese Aufnahmesession machen. Weil keine Ahnung, was das schon wieder soll. Aber ja. Hey Dejan. Im Sinne sage ich Hey Dejan, Hey Dejan, Hey Dejan, Hey Dejan, Hey Dejan. Hey, Dejan.